es geht los heute. Heute ist es endlich soweit. Es ist unser kleiner, verrückter Nervenstimulant, Provokateur, Mr. Jeremy. Heute, endlich. Show dich. Jetzt wird es langsam eng. Show Day. Nacht überstanden, die Nacht war nicht allzu schlecht. Wie oft warst du pinkeln? Dreimal. Dreimal wieder, okay. Mhm. Die kommt richtig geil, die Seite. Richtig gut. Sehr geil. Hammer. Yes, prima, schön. Arsch, genau. Wenn du den Arsch anspannst, sieht man die kleine Kante unten. Das geht schon noch klar. Geil. Zeig nochmal kurz den Rücken. Doppelbizeps. Ja, Füße stehen jetzt ganz gut, ne? Im Knie außen bist ein X. Kommt gut. Beuge Arsch immer fest. Schon ein bisschen noch hier hin. Ja, perfekt. Speicher. Erstmal essen jetzt gleich. Rein mit der Nahrung, Alter. Rein in die Futterluke. Johannes, du hast gestern irgendwie 300.000 Mal gesagt, dass ich ja so von der Zeit her das nicht hinkriege. Ich bin bereit. Mich auch. Ja, klar, aber von dir erwartet man das, weil du bist ein erwachsener Mann, der nicht... Ja, fickt euch einfach. Ich will auch noch mal ein Kind sein. Eine kurze Info an dieser Stelle, denn mit Release des Videos hat die Olympia Week bei ESN gestartet, wo ihr mit dem Code Jeremy bis zu 35% sparen könnt. Bei der Aktion sind auch Sachen wie Isoclear, Design dabei und Kreatin dabei, was richtig geil ist und ich euch ans Herz legen würde. Hier habt ihr die ganzen Informationen, aber jetzt gönnt euch das Video. Eigentlich war ja geplant zu laufen, ne? Aber es finde ich gar nicht verkehrt, wenn du nicht so viel auf den Füßen unterwegs bist. Wir wollen ja die Form konservieren, wenn du jetzt viel läufst. Ne? Viel kriegst du zwar nicht, aber das Wasser läuft dann quasi da unten in die Beine rein. Und das wollen wir natürlich nicht. Darum mache ich auch immer in der Offseason keine Schritte. Oh, riecht das Gebäck? Hm, ja, was kann mir gerade entgegen? Ich habe gerade so einen lecker Rice Pudding gegessen. Dicker, bei Gebäck ist jeder nee, ist bei ich Gebäck. Nicht, ich habe gerade wirklich... Nein, du nicht. Ja, nee, nicht allgemein. Aber wenn du es riechst, bist du sofort into it. Nö. Ja gut, die sind im Verzug. Vielleicht sind die Leute zu spät gekommen. Also wir hätten halt noch länger schlafen können dann. Ne? Das sind so kalte Hände, Alter. Wirklich. Aber ich habe auch kalte Hände. Ja, das wird nicht so sein. Finally, Leute. Endlich bin ich auch dran. Nach irgendwie dreiviertel Stunde warten. Ja, die Form wird richtig gut, Digga. Wirklich, ohne Scheiß. Ihr seht, die zweite Schicht Farbe ist drauf. Ich bin jetzt einmal noch schwärzer als davor. Wir müssen hier nicht verweilen. Wir haben schon Angst gehabt, dass wir hier chillen müssen den ganzen Wettkampf. Nein, um Gottes willen, das wäre absolute Katastrophe, okay, Digga, wirklich. Hab ich nicht gedacht. Ja. Also um 9.15 Uhr kommen wir da hoch. Du kannst hinlegen, du kannst die Füße hochlegen. Wie sieht das jetzt eigentlich aus mit Sachen, die ich jetzt konsumiere? Salz, potenziell Heißwaffe? Wir müssen gucken, wann du dran bist. Es sind wie viele Klassen vor dir? Vier. Und wann kommt der Crankman Pro rein? Halbe, dreiviertel Stunde vorher. Okay. Mit Salz. Wie viel haben wir der Wasser? Ein oder zwei. Digga, eine reicht, Mann. Mann, die sind so lecker. Ist auch geil, ne? Ja, Crankman Pro ist ehrlich lecker. Kriege ich dann auch Reiswaffeln? Müssen wir mal gucken, wie es mit dem Timing ist. 10 Uhr geht der Wettkampf los. 11.30 Uhr bist du dran. Nee, macht jetzt auch keinen großen Unterschied mehr. Ich finde, das ist jetzt gerade auf jeden Fall Bestform. Wir haben das tatsächlich echt gut hingekriegt, ne? Der Arsch haut die komplett ab. Gefühlt, der ist komplett weg. Aber wenn du anspannst von der Seite, sieht man richtig die Kante, aber du musst die wirklich anspannen. Damit kennt sich der Johannes aus. Jetzt geht's hoch Backstage. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Hier gibt's Eiscreme. Ja, ja, das wäre das Wichtigste. Oh, Eiscreme, Johannes. Ja. Guck dir das einmal mal an. Sieht Porno aus. Das sieht pornös aus, ne? Uff, oh. Das ist Foodporn auf jeden Fall. Das ist wirklich Foodporn. Digga, also, what? Wir haben uns einfach den geilsten Spot gesichert im ganzen Backstage. Weil wir schon wer zuerst kommt? Der kriegt das Beste. Mal zuerst heißt es. Mal zuerst, okay. Ja, so, oder so, genau. Ich bin langsam, ohne Scheiß, ich bin langsam hyped, Leute. Es geht los heute. Heute ist es endlich soweit. Unser kleiner, verrückter Nervenstimulant, Provokateur, Mr. Jeremy. Heute, endlich. Show Day, der Tag. Und mit der Form bin ich auch happy, das ist wirklich gut. Jetzt Füße hochlegen, Digga. Das ist Süßigkeiten. Ich muss mal die Werte checken. Du legst dich hin jetzt da. Leg dich hin, du guckst nicht. Du legst dich hin. Ich geh jetzt mal für Jeremy gucken. Show me the nutrition facts.
They're naughty, they don't have nutrition in life. No. Heilige Scheiße, Junge. Das ist richtig, richtig Foodporn. Oh mein Gott, man will wirklich reinbeißen, ne? Aber Jeremy wird jetzt nicht irgendwie irgendein Mist essen mit sehr viel Kalorien drin. Wir werden uns weiterhin an den Plan halten. Und guck mal, wen wir haben. Meine Nummer 1 Supporterin, meine Mama. Danke dir vielmals. Nochmal an dieser Stelle will ich aber wirklich nochmal Appreciation aussprechen an dich, dass du mich ausgehalten hast, dass du mich so gut unterstützt hast und einfach für alles. Ohne dich hätte ich keine Chance, jetzt überhaupt nur ansatzweise hier zu stehen. Ohne dich gäbe es mich nicht mal. Ich liebe dich, Spatze. Ich liebe dich auch. Wir stehen so kurz davor. Naja, so kurz noch nicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Was mit deinen Haaren? Haben wir die schick jetzt gemacht hier? Ja, das Haar. Du hast die aber auch eine Zeit lang mal besser gestylt. Mach mal eine Glatze. Ja, das war auch die dümmste Entscheidung, die du treffen konntest, wirklich. Da drüben ist die Show. Die ersten Leute sind schon drauf. Ich will mal reingucken. Boah, okay. Geil. Kurzer Sneak Peek hier von der Form. Ich hab so Bock. Es geht gleich auf die Bühne. In einer halben Stunde oder so sind wir dran. Let's go. Let's go. Aber bevor es auf die Bühne geht, brauchen wir noch den Crankbot Pro. Den haben wir natürlich dabei. Hier haben wir den Bad Boy Crankbot Pro. Besser Pump User, by the way. Das Drogenmädchen haben wir natürlich auch dabei. Eine Eigenschaft bei Jeremy, die ich sehr, sehr geil finde. Er macht es wirklich übergenau. Er guckt genau, wie viel Salz, also passt da ganz toll auf. Gerade in den letzten Wochen vorweg kam, ist extrem wichtig. Cherry Flavor, by the way, richtig geil, kann ich auf jeden Fall ans Herz legen. Die Tricks am Start, ihr wisst. Du trinkst den Crank Pump Pro auch vor jedem Training, oder? Crank Pump Pro ist vor jedem Training. Ich kombiniere das Ganze auch mit dem Crank Energy. Das ist aber eine richtig geile Kombo. Schau mal die Brust an. Schau mal die Brust an. Direkt mehr Brustpump. Also Crank Pump Pro ist ein System. Oh, Junge, sieht die Brust geil aus. Was machen wir jetzt? Jetzt aufpumpen? Ja, langsam, ein ganz kleines bisschen. Dann kommt der Schein. Ich will ein bisschen früher anfangen. Wir haben sonst nur 20 Minuten Zeit. Es ist soweit jetzt. Ja, jetzt musst du aber auch wirklich, jetzt ist aber auch wirklich soweit. Jetzt zieh deine Hose aus und mach, Alter. Das habe ich von dir nicht das erste Mal gehört. Socken ausziehen, anziehen. Socken natürlich ausziehen. Da bist du der Erste, der mit Socken auf die Bühne geht, Bro. So, Freunde, jetzt wird es langsam eng. Wir wurden hinter die Bühne gerufen. Abgeschlossen hier. Ist ein bisschen knapp, wir haben ein bisschen zeitlich reingeschissen. The guys here will look after you. Thank you. So you filming as well as pumping up? Yeah. Wow. Talk about doing a lot. It's a mindset. I'm also editing everything myself. I told him to put his camera off, but he's still vlogging, and that's the mindset you need. Hilft euch, alles für euch, everything for you guys. Let's pump up more. Okay, jetzt ein bisschen Brust, komm, ich mach mal richtig Druck. Druck. Denk dran, immer den Blick zum Kampfgericht, ne? Such die Augen im Kampfgericht, den Blickkontakt stelle ich immer so, dass sie alle gut sehen können. Wenn du außen stehst, drehst du dich mehr nach innen und sei einfach confident. Jetzt gibt's noch mal den finalen Glanz. Mach den Schütze, ich mach noch ein Foto, ein Video für dich, guck mal hier. Come on, Jeremy, push it. Gleich geht's auf die Bühne, Leute. Komm, Jeremy, pumpen. Pumpen! Wenn du nur oben Druck machst, mach mal Druck. Jawohl, prima. Du hast 100% gegeben, du hast keine Fails gehabt und hast die Früchte in den Armen geerntet. Ja, so, kein einziges Kohlenbärchen, nichts. Nichts. Nichts.
runter von der Bühne, Leute. Das Gefühl war unbeschreiblich. Ja, man muss fair zugeben. Das Feld war sehr, sehr stark. Hat unglaublich viele richtig gut aussehende Leute drauf gehabt. Und es ist nicht der erste und auch nicht der zweite geworden. Aber es ist egal. Es war so geil. Es hat so Spaß gemacht, alles zu geben, zu zeigen, zu posen, den Moment zu genießen. Boah, dieses Gefühl zu haben. Ich habe dafür so lange gekämpft und jetzt bin ich auf dieser Bühne gestanden. Es war geil. Es war einfach geil. Es war fucking anstrengend, die Posen zu halten. Es hat alles wehgetan. Mir tut auch jetzt noch alles weh. Meine Beine richtig durchgecrampt und boah, war heavy. Und ich war auch froh, dann gesagt haben, ja, jetzt könnt ihr wieder Backstage rausgehen. Hat mich auch nicht gestört, dann wieder ein bisschen Pause zu haben. Meine Beine sind auch jetzt noch ultra weh. Aber diese Experience war geil. Na, Johannes, was sagst du zum Wettkampf? Ja, happy. Es war geil. Happy. Ich hab Spaß gehabt. Ja. Ich hätte dich natürlich gerne im Finale gesehen. Das Wichtigste ist, dass es für dich ein geiler Moment war. Ja, dass du das Gefühl hast und das Gefühl hatte ich, dass es dir gefallen hat. Und ich habe auch gesehen, wie der Headshot habe ich die ganze Zeit auch angeguckt, angelächelt. Ja, auch nicht mir ins Gesicht. Zwischendurch, weil die wussten, die haben gesehen, dass du der Jüngste bist. Ganz klar. Ja, die haben gesehen, dass ich der Jüngste bin und die haben, glaube ich, auch an meinem Gesichtsausdruck gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie ihr es auch gesehen habt. Ich habe richtig. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Es war richtig geil. Schön zu sehen. Wie geht's dir denn jetzt? Ich war nicht der Breiteste auf der Bühne. Nein, ich war nicht der Beste. Das ist klar. Ich habe alles reingesteckt. Ich habe jeden Tag die Arbeit reingesteckt über Monate. Ich habe diese Wettkampfvorbereitung nicht gemacht, um den ersten Platz zu holen. Ich habe diese Wettkampfvorbereitung nicht gestartet, um einen Wettkampf zu gewinnen, sondern ums allen, ums in erster Linie mir selbst, in zweiter Linie Johannes und in dritter Linie euch allen zu beweisen, dass ich die Scheiße durchziehen kann, dass ich nicht irgendein Schwätzer bin, der sagt, ey, ich bin krass und so, ich kann das und so, sondern ich kann das wirklich, ich kann mich runterhungern auf dem Körperfett, ich habe die Disziplin. Ja. Natürlich bin ich jetzt hier an den Wettkampf gegangen mit dem Ding, ich will gewinnen, das ist, glaube ich, kein Wunder oder so. Ja, und nebenbei bist du halt auch noch tatsächlich fleißig, man muss dazu sagen, du schneidest Videos alleine, du machst den ganzen Scheiß alleine. Es kostet unendlich viel Zeit. Deswegen brauchst du auch den Support von deiner Community, ganz klar. Ja, und der Support ist das genau, das muss ich nochmal sagen. Danke vielmals für den ganzen Support. Es ist unglaublich, die ganzen Kommentare, wie ihr mir schreibt, die Nachrichten, die DMs, aber auch die Bestellungen bei der ESN mit meinem Coach Jeremy. Es ist einfach crazy, wie ihr mich da jetzt supportet habt in dieser Wettkampfvorbereitung. Ja, es gibt viele Leute. Danke vielmals. Danke vielmals. Und es gibt Leute, die nicht an dich geglaubt haben oder dich nicht ernst genommen haben. Die meisten auf Deutsch gesagt. So, und ich war mir auch unsicher. Und jetzt hast du einfach bewiesen, dass du das bis hierhin schaffen kannst. Und zwar relativ easy gefühlt in Ansprüchen. Kann man immer selber leicht sagen, aber ich selber weiß. Ich verstehe, was meinst du damit? Nur, du hast das gepackt so. Du hast das jetzt nicht hingestellt und rumgejammert. Ah, ja. Du hast einfach gemacht. Ja, ich habe einfach gemacht. So. Ich habe dir auch am Telefon, ich kann mich noch daran erinnern. Johannes, ich muss dir nicht viel mehr sagen. Ich beweise es dir. Ich mache einfach. Ja. Ich rede jetzt nicht mehr. Ich kann dich nicht überzeugen mit Worten. Nee, kannst du nicht. Wir waren an einem Punkt, wo es wirklich nicht mehr weiterging. Die einzige Chance, mich davon zu überzeugen, war wirklich zu machen. Und das hast du getan. Das war wirklich die einzige Chance. Aber vielleicht hast du auch gemeint, es war auch die letzte Chance überhaupt bei mir. So, weil, ja. War sie auch. Ja. Ich hatte zwischendurch dich schon aufgegeben. Aber jetzt hast du das Vertrauen, du dich nicht. So, Gott sei Dank, Alter. Gott sei Dank. Ja, blöd mit 60 und nicht aufzugeben. Und du hast dir das Vertrauen zurückgeholt, zurückgekämpft. Richtig geil. Ohne Scheiß. Fette Credits. Danke, Mann. Danke, krass. Danke für die Zusammenarbeit. Danke für alles. Gerne, Mann. Wir sind noch nicht fertig, Leute. Wir jetzt sind noch nicht fertig. Essen. Ja. Mit meiner Mama, meinem Papa geht's ins Steakhouse. Da seht ihr ja eh was. Seht ihr jetzt eh. Ja, stimmt. Okay. Wir sind aus der Halle draußen. Mein zweitgrößter Supporter. Meine Mama ist größter Supporter. Du bist Nummer zwei. Hallo. Hallo. Ist hier mein Papa. Ich hab dich lieb. Danke dir vielmals für alles. Erstens. Wie hat dir die Show denn gefallen? War super. Speziell dich auf der Bühne zu sehen. Wir haben den Wettkampf geschafft. Ihr seht's. Wir haben hier, was haben wir hier? Designerbar. Hazelnut Nougat. Und du liebst sie sogar, ne? Ich mag die, ja. Auf jeden Fall darf ich mich die jetzt gönnen. Und danach geht's essen. Da freue ich mich auch drauf. Ihr wisst, ich probiere euch richtig geilen Content zu liefern, alles wissen und alles zu zeigen. Aber ich will ein bisschen noch Zeit mit meiner Mama hinten, Johannes und meinem Papa genießen. Aber jetzt zuerst mal darf ich mir eine Designerbar gönnen. So geisteskrank. Ich habe letzten Monate nicht mehr irgendetwas Süßes gegessen. Abgesehen natürlich von Isoclear Designerway. Die Dinger sind sehr lecker und auch süß. Protein halt. Aber ich habe kein einziges Gummibärchen, kein einziges Stück Schokolade oder irgendetwas gehabt. Und jetzt habe ich eine Designerbar. Enjoy. Guck sie euch an! Mein erster Biss Designerbar. Alter, ist das geil! Also ich bin nicht ganz ehrlich. Das fühlt sich so gut an. Es ist so lecker. Ich habe noch nie in meinem Leben
Noch nie in meinem Leben habe ich eine Süßigkeit so sehr geschätzt. Noch nie. Und das Geisteskranke ist, die Dinger haben halt auch noch 14 Gramm Protein, sind die leckersten Dinger. Also es ist aber crazy. Im Steakhouse. Alle haben Essen, abgesehen von mir. Mein Ding ist noch nicht hier. Aber guckt euch mal diesen Burger an, den meine Mama hier hat. Der sieht auch lecker aus. Jetzt kommt mein Essen. Guckt euch an. Bäm! Oh, sieht das geil aus. Alter, das ist alles meins. Nein. Das ist zu viel. Das ist zu viel, da müssen wir ein bisschen was abnehmen. Alter, das kannst du jetzt nicht machen. Ja, ich habe dich gefragt beim Bestellen, ja, kannst du mit, dann kommt das Essen, nee, kannst du nicht essen. Wir haben den weg, nein, ist mein. Du willst nur mein Essen, ich weiß, du willst aber mein Essen essen. Das ist mein Essen. Meins. Meins. Damit ihr keine Butter drauf ist. Alter, das ist einfach nur Food Porn. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist geiler als irgendwie so ein Burger. Okay, ja, so. Ey, das ist ein Burger, sieht auch geil aus. Boah, das ist richtig geil. Okay, ich genieße mit meiner Familie jetzt das Essen. Wir sehen uns später. Alter, richtig geil. Ihr könnt mir glauben, dieses Steak wurde genossen. Es war ultra geil. Es war wirklich richtig, richtig nice. Ein fettes 800 Gramm T-Bone Steak. Perfektes Post-Workout-Meal. Johannes hat mich irgendwie mehrfach gefragt. Der hungrige Löwe kam raus aus ihm. Ja, ich habe kein Stückchen abgegeben. Nee, Jeremy so, nein. So, kann ich den Knochen? Kann ich den Knochen abfussen? Nein. Ich aber komplett unter. Es hatte auch was Animalisches, das muss ich echt sagen. Es war wirklich animalisch. Ja. Das war mein Fleisch. Raubtierfütterung. Genau so ist es. Was ich euch noch gar nicht gesagt habe, das Ganze hier war nicht der letzte Wettkampf. In nur 6 Tagen stehen wir nämlich wieder auf der Bühne. Und heute ist nicht nur Showday, sondern auch 6 Days Out vom nächsten Wettkampf. Die Peak Week hat bereits begonnen. Die Peak Week hat begonnen. Ja. Mit einem fetten Steak. Ja, großartig. Aber er hat die Pommes weggelassen. Du hast keine Süßigkeiten, außer die Designerbar. Designer. Also immer noch geil. On track. Für Colin on track. Ja. Mein Post-Workout-Meal war nicht wie bei den meisten irgendwie Burger, Pizza, Pommes, Eiscreme, was auch immer. Das sieht man ja überall auf Instagram. Alle, die Scheiße anfressen. Fleisch, Brokkoli und Reis war mein Post-Workout-Meal. Und zwar ohne Öl, ohne Butter. Bam. Und das ist ein Macher-Mindset. Ja, es ist so. Kann ich nicht abstreiten. Ja, so. Nochmal kurz von dir, Mama. Wie hat dir der Wettkampf gefallen? Wie war das Ganze für dich? Sehr spannend, sehr aufregend und ich war die ganze Zeit an deiner Seite. Ich habe geschrien. Meine Nummer 1 Supporterin. Es ist wirklich so. Ich hab dich lieb, Mama. Ich lieb dich. War schön, dich das Ganze mit zu beobachten, zu begleiten. Super cool. Es war wichtig, dass ich dabei war, glaube ich auch. Ja, ich bin ja auch sehr dankbar, dass du dabei warst. Das war richtig cool. An dieser Stelle will ich auch nochmal an dir ein Danke ansprechen, dass du kalte gekommen Hände. Bist. As always, Alter. Du hast eigentlich genug gefressen. Kalt. Also mein Körper ist so tief, da ist nichts mehr, was mich warm hält. Auf jeden Fall bin ich dir wirklich sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Man hätte ja auch niemand sich träumen lassen, dass es jetzt hierzu kommt. Das war ja schon... Ja, wir haben beide nicht dran geglaubt. Also ich habe nicht dran geglaubt, dass du kommst und du hast nicht mehr mich. Ach so, das meinst du? Ich habe nicht dran geglaubt, dass du überhaupt jemals schaffst. Das meine ich. Ah, okay, perfekt. An dieser Stelle auch danke für euren Support, weil wir brauchen den. Wir sind darauf irgendwie auch angewiesen, weil wenn ihr uns nicht schaut, nicht mit unseren Codes bestellt, dann haben wir ein Problem, weil wir sind natürlich auch nur so relevant. Je mehr, wie cooler unsere Community ist und je größer. Ja. Also wirklich danke an jeden Einzelnen, auch alleine danke an jeden Einzelnen, der schaut. Auch wenn ihr noch nie bestellt habt, auch wenn ihr noch nie geliked oder kommentiert habt, wenn ihr einfach allein Stille meine Zuschauer, Videos Mann. Anschaut, danke vielmals, Kuss geht raus. Natürlich ist es cool, wenn ihr liked, wenn ihr kommentiert und wenn ihr mit meinem Code bei ESM bestellt, dann danke. Aber auch wenn nicht. Der Junge ist broke, hat viel Geld sich bei Daddy gepumpt. Muss man sagen, du hast dich verschuldet. Ich habe mich verschuldet für diese Wettkämpfe. So. Es ist wirklich so, ich habe mich für diese Wettkampfvorbereitung verschuldet, dass ich hier nach Birmingham in diesen Wettkampf mache. Investiert auch. Du hast ja investiert, du hast dein Geld schlau genommen. Ich habe jetzt nicht gesagt, ey, gib mir Geld, ich will mal ein neues Auto kaufen, ein bisschen annehmen bei den Chayas. Diesen ganzen Kram, den du jetzt quasi investierst mit deinem kleinen Budget, um dann einfach zu wachsen, größer zu werden, Community aufzubauen, anderen Leuten quasi um euch in den Arsch zu treten, geilen Mann. Content zu bieten. Ja, Mann. Somit stehen wir 6 Tage out vom nächsten Wettkampf. Ja. Seid gespannt.